Gemütliche Wohnzimmeratmosphäre und gut gelaunte Gäste. Das Café Vienna hat nach langem Hin und Her wieder geöffnet. Freude nicht nur für die Besucher. Also zwischendurch, so ging es mir zumindest, hatte ich auch so wenig Informationen, dass ich gedacht habe, halt, es wird gar nichts mehr. Also ich habe schon zwischendurch auch abgeschrieben gehabt. Und dann halt, als die Nachricht kam, dass wieder geöffnet wurde, das war wirklich ja wie Magic. Einfach schön, kann ich gar nicht beschreiben. Die letzten Jahre waren alles andere als leicht für die Mitarbeiter des Kultcafés. Durch Corona mussten neue Maßnahmen her, damit das Café auch weiterhin Bestand hat. Essenslieferungen mit dem Fahrrad und Spendenaktionen der Stammgäste haben dabei enorm geholfen. Anfang September dann jedoch die schlimme Nachricht: Inhaber Peter Adomait stirbt und das Café macht dicht. Das war ein Schock auf jeden Fall, weil der Herr Adomait, der gehört halt einfach zum Laden dazu. Ja, es war schwierig, es war echt schwierig. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir den Laden retten können und haben es halt zum Glück auch geschafft. Zusammen mit ihrem Kollegen Francisco und einem weiteren Mitarbeiter beschließt Vanessa, die Leitung selbst in die Hand zu nehmen und den Laden zu öffnen. Die drei arbeiten schon länger im Café, müssen jetzt aber zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit in der Küche auch in einer Führungsposition aktiv werden. Vanessa übernimmt dabei die Aufgabe der Geschäftsführerin. Das Café aufgeben war für die 41-Jährige keine Option. Weil ich mich hier wohlfühle, das ist mein zweites Wohnzimmer schon fast, also wirklich. Ich habe schon in vielen Küchen gearbeitet, aber noch nirgends wie hier. Also ich fühle mich hier echt wohl. Und es war mir wichtig und nur allein deswegen habe ich auch dafür gekämpft. Und das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Seit dem 1. Dezember hat das Café wieder geöffnet, was vor allem die Gäste sichtlich freut. Ich finde immer so die ganzen vegetarischen, veganen Optionen irgendwie sehr, sehr nice. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es wieder auf hat. Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut hier und auch reichhaltig, ne? Und schmeckt also auch sehr gut. Also man fühlt sich hier sehr wohl, auf jeden Fall hier drin. So gut und lecker, total begeistert, super. Also das ist nicht das erste Mal, aber wir kommen bestimmt noch öfters her. Öfter herkommen ist dank des Trios auch in Zukunft möglich. Trotz der neuen Aufgaben und Herausforderungen freuen sich die drei sehr darauf, den Gästen weiterhin ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.